Grundsatzproblem zurück. Da wird viel gemeinsam in Brüssel gemacht und dann wird das, was da Gutes passiert, als nationaler Erfolg zu Hause verkauft. Wussten Sie, dass das Klimaticket im europäischen Aufbauplan Österreich vorgeschrieben ist? Wussten Sie das? Also eigentlich gehört auf jedes Klimaticket eine europäische Flagge. Wissen Sie, dass wenn Sie jetzt Ihren Heizkessel austauschen können durch ein modernes, CO2-freundliches Heizungssystem, dass die Europäische Union in Österreich dafür 159 Millionen Euro ausgibt? Wussten Sie das? Es müsste auf jedem Heizkessel austauschen die europäische Flagge draufstehen. Wussten Sie hier, dass die Bibliothek, die Stadtbibliothek in Wien, dass die zu 80% aus Mitteln der Europäischen Union bezahlt wird? Eigentlich müsste auf dieser Treppe darauf die europäische Flagge plakatiert werden. Daran werde ich arbeiten dieses Jahr, verspreche ich. Und genau an dieser Frage haben wir nach dem Brexit gearbeitet. Da wird so viel gemacht und dann wird nur die nationale Flagge draufkommen. Es ist immer ein Zusammenwirken. Und deshalb hat der damalige Kommissionspräsident gesagt, wir machen jetzt eine Initiative im Bereich Digitalisierung, wo wir das Geld direkt an die Gemeinden auszahlen. Das geht überhaupt gar nicht. Die Gemeinden kriegen ihr Geld. Aus Brüssel geht das Geld an die Bundesregierung, von der Bundesregierung an die Länder und von den Ländern geht es dann an die Gemeinden und am Ende steht Niederösterreich. Das ist auch blau-gelb, aber man will ja Niederösterreich wiedergewählt. Das macht so, bitte, das ist überall so auf der Welt. Das machen alle so. Ist ja klar, da will der Bürgermeister, da will der Landeshauptmann wiedergewählt werden, das ist so. Und da hat man Jean-Claude Juncker, das lasse ich mir nicht länger gefallen, wir machen das jetzt direkt und wir zahlen das Geld direkt an die Gemeinden aus. War eine furchtbare Arbeit, haben wir noch nie gemacht. Meine Güte, war das uns da in Brüssel, weil wir müssen jetzt eine Ausschreibung organisieren, an der sich direkt die Gemeinden übers Internet bewerben konnten und wir hatten ja noch nie diesen direkten Kontakt mit Tausenden von Gemeinden. Wir mussten da eigene Callcenters einstellen. Das erste Mal gab es gleich einen Internetzusammenbruch beim ersten Mal. Wir haben da auch viel gelernt. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier nach Österreich kam, wir die ersten kostenlosen Wi-Fi-Verbindungen eingeweiht an Gemeinden, dass sozusagen diese Idee jetzt tatsächlich mit europäischer Flagge am Marktplatz aufgekommen ist. Also, meine Damen und Herren, in jeder Krise steckt eine Chance und es gibt kein kostenloses Wi-Fi in österreichischen Gemeinden ohne David Cameron. Schicken wir ihm ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank, meine Damen und Herren.